Hallo liebe YouTube-Fans, heute habe ich für euch am Start wieder Evercade und zwar mit der Pico Collection 3. Die Pico Collection 3 ist wie die ganzen Pico Collections relativ vollgepackt mit Games. Machen das Ganze mal auf. Ich habe das Ganze hier schon im Evercade drin, deswegen zeige ich es euch natürlich und hole es nochmal raus. Und klar, wenn ich jetzt hier das Video mache, dann werde ich euch natürlich das Ganze auch noch mal in der Evercade zeigen. Wir gehen also gleich noch mal rein ins Spiel. Also das ist die Cartridge hier und das ist so das übliche Design. Hier ist das Anleitungsheft. Ja, und ihr seht halt, es sind eine ganze Menge Games wieder dabei, auch sehr verschiedene Systeme. Da gehen wir natürlich gleich nochmal drauf ein. Sehr schön finde ich hier eben, dass es wieder mal ein PlayStation-Spiel hier reingeschafft hat, auch wenn man da gespaltener Meinung sein kann. Der erste Ego-Shooter tatsächlich, in diesem Fall auch mal für Evercade, ein RPG, was auch, denke ich, immer wieder willkommen ist, weil die RPG-Dichte auf Evercade einfach nicht so super hoch ist. Spielt sich auch ganz ordentlich. Ja, das ist der nächste Spiel für sich, kann man gleich nochmal drauf. Puzzle ist dabei. Metal Mac, Actionspiel, Radical Bikers, für mich tatsächlich, klingt bekloppt, aber ist tatsächlich für mich einer der Überraschungshits hier auf dem Teil. Motor City Patrol, so ein, ja, man könnte sagen, Police Quest GTA Verschnitt. Punch King, ja, sieht so aus, wie es sich spielt. Sword of Sodan, die absolute Lizenzgurke und dafür schon wieder richtig lustig. Muss ich euch unbedingt zeigen. Ja, und das ist es. Also, das ist das, was ihr hier in der Pico Collection erwarten könnt. Und wir gucken dann gleich natürlich mal ins Spiel. Bis dann! So, und da sind wir dann jetzt in der Pico Interactive Collection 3. Wie ich schon gesagt habe, eine sehr gemischte Collection. Und wir springen einfach mal direkt in 40 Wings. 40 Wings ist ein PlayStation-Spiel, deswegen dauert es auch, wenn ich jetzt hier einen Spielstand vorgefertigt lade, ein bisschen länger. Das sind so ein bisschen die Grenzen der Hardware. Und insgesamt ein Spiel, was die Leistung auch wirklich ausreizt. Wir haben an 3D-Plattformern ja sonst hier tatsächlich Mangel beim Evercade. Und insofern ist das, glaube ich, für jede Bibliothek ein ganz guter Ansatz, das hier auch wirklich zu holen und auch solche Spiele hier spielen zu können. Man muss natürlich bedenken, dass wir hier keine Analogsticks haben, aber die frühen PlayStation-Spiele hatten auch keine Analogsteuerung. Man ist das nur einfach so gewohnt. Ihr seht aber, dass die Kamera einen ganz ordentlichen Job macht und das Spiel auch ganz nett aussieht. Man kann die Kamera, ich mache es gerade mal, auch händisch nachjustieren. Ihr seht, das Ganze ist ganz gefällig und kindgerecht gemacht und einige Effekte, so wie dieser Lichtschein hier, sind auch ganz nett und dieses 3D, ja, diese 3D-Welt, die sich jetzt hier entspinnt. Ihr seht das, ich versuche es gerade nochmal hier so ein bisschen an den Bodendielen zu zeigen. Ich habe natürlich hier wenig Anti-Aliasing und das Ganze sieht immer ein bisschen verzerrt aus, aber das ist im Original einfach so. Muss man so hinnehmen. Ja, und es ist von der Steuerung und vom Spielprinzip her ein gefälliges, nettes Spiel, was man definitiv sich in die Sammlung packen kann. Ihr seht, das sieht auch jetzt noch gut aus. Ja, das ist also optisch auch noch ganz gelungen. Ja, also das, was man von dieser Art Spiel wie Spyro, Mario etc. erwartet, natürlich nur nicht in der Güteklasse. Dann haben wir Legend of Wukong. Legend of Wukong ist ein RPG. Auch hier ist er Evercade ein klein bisschen unterrepräsentiert, was eben immer so ein bisschen auch an den einzelnen Lizenzen liegt, die zum Teil ja wirklich ganz schwierig zu bekommen sind. Insofern freut man sich hier natürlich über Zuwachs. Die Story ist ein bisschen hanebüchen, das Ganze ist ein bisschen schräg. Ich hatte tatsächlich das Problem auch, dass bei mir die Save States nicht wirklich gut funktionieren. Warum auch immer. Auch das hier sind wieder so typische Pico-Sachen. Ja, ihr seht's, so typische Rollenspielkost kriegt man geboten von den bekannten Figuren, die es da so gibt, die da hier ganz lustig auch gemischt werden, bis hin zu dem, was man so erwartet in Städten und Oberwelt und natürlich auch beim Kampfsystem. Alles so ein bisschen, wie man das kennt. Ich verzichte jetzt mal auf Details, aber ja, ist solide, kann man machen. Metal Mac ist ein Spiel, von dem ich sage,
Das klaut ganz gehörig auch bei anderen Genrevertretern, also wem das bekannt vorkommt. Ich stecke in einem Mac und kann den dann bei Bedarf auch verlassen und in alle Richtungen schießen. Ja, kann ich mir vorstellen. Sieht nicht so furchtbar schlecht aus, spielt sich auch nicht schlecht, ist aber jetzt auch nicht wirklich sowas wie, ich würde sagen, ja, ist okay, kann man machen. Ist weder ein Geheimtipp noch irgendwas, was man unbedingt machen müsste. Die Steuerung wirkt extrem überladen. So muss ich zum Beispiel hier Select und B drücken, wenn ich mit meinem kleinen Kerl hier das Ganze verlassen will. Auch die Stellen, an denen er jetzt zum Beispiel irgendwo hin kann oder irgendwas machen kann, die sind nicht unbedingt intuitiv. An manchen Stellen kann man irgendwo rein oder rausklettern. Also ja, kann man machen, muss man nicht. Würde ich da mal so sagen. Motor City Patrol schenken wir uns jetzt auch mal. Ist im Prinzip, wer eine Idee hat, wie Police Quest funktioniert und GTA funktioniert, der weiß ungefähr, was ihn erwartet in der Draufsicht. Aber aus meiner Sicht recht unspektakulär. Auch sparen möchte ich mir Super Bubble Pop. Super Bubble Pop hat ein 3D-Brett, auf dem man eben Kugeln in reinschiebt und das gegen den Gegner. Klingt ganz nett, ist aber wahnsinnig lahm und ja, finde auch nicht wirklich interessant. Punch King, ja, auch da ist natürlich das große Big N-Vorbild gegeben, das ist klar. Und ja, wem es bekannt vorkommt, kein Wunder. Es ist ein bisschen käsig gemacht, so von den Animationen und von dem, was man hier so sieht. Es ist aber beileibe kein schlechtes Spiel. Also, ne, wie gesagt, also wenn hier ich, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also, die Zwischengrafiken, die sehen also wirklich so aus wie mit Paint gemalt oder so. Die finde ich jetzt nicht üppig. Das Spiel selber ist aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Das hat eine solide Steuerung, das funktioniert ganz gut. Die Sprites sind nett animiert und auch schön groß. Das kann man absolut machen. Also, wenn man jetzt mal von dieser wirklich komischen und so ein bisschen ungewollt albernen Rahmenkiste absieht, dann ist es ein ganz nettes Spiel. Und ihr seht, ich habe hier eine Menge Möglichkeiten, ducken und Schläge austeilen, linke Haken, rechte Haken und so weiter. Ist nett gemacht und ihr seht auch, so von der Steuerung ist es gefällig und man kann natürlich auch, ja, sagen, die Abwechslung ist gegeben. Es ist solide. Kann man machen. Ist wirklich in Ordnung. Mein absoluter Geheimtipp hier ist Radical Bikers. Ich springe mal mitten ins Spiel rein. Man kann sich verschiedene Bikes aussuchen. Man muss Pizza ausliefern. Also, wer Paperboy kennt und das Ganze jetzt in Draufsicht und das so ein bisschen mischt mit Crazy Taxi, der hat so ein bisschen die Idee. Man hat also ein Bike, mit dem man eben in einer bestimmten Zeit eine Pizza ausliefern muss und sehr, sehr unterschiedliche grafische Sets auch, die hier bedient werden. Man muss das natürlich am laufenden Verkehr vorbei und es gibt eine ganze Menge, also hier jetzt zum Beispiel so ein ländliches Ambiente in einer bestimmten Zeit schaffen und dann hat man immer diverse Checkpoints und Goodies, die man ausliefern kann und auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel irgendwelche Shortcuts freizuspielen, damit man das Ganze noch schneller kann oder damit man seinen Highscore verbessern kann und so weiter und so weiter. Sieht vielleicht nicht so aus, aber macht total viel Spaß, steuert sich auch wirklich gut. Das heißt, man kann also, wenn man hier nicht so viel Pech hat wie ich gerade, dann kann man hier also tatsächlich super elegant um die Kurven driften und die auch sehr eng schneiden, je nachdem auch welches Bike man benutzt, da ist also mit Sicherheit auch für jeden was dabei. Und wenn man sich da die richtigen Shortcuts rausfährt und die Strecke richtig einprägt und die richtigen Goodies aufsammelt, dann ist man relativ schnell in dem, ach, eine Runde geht noch Fieber und das macht tatsächlich richtig viel Spaß. Man kann zwischen männlichen und weiblichen Protagonisten wählen, auch das finde ich ganz nice. Ist auf jeden Fall ein Spiel, das deutlich, deutlich mehr Spaß macht, als ein, das jetzt hier so erscheinen mag. Stanley, The Search for Dr. Livingston ist ein ziemlich schräges Game. Das ist ein Abenteuerspiel mit Action-Elementen, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Man kann also hier mit den Leuten und mit der Gegend interagieren. Man löst kleinere Rätsel, die im Wesentlichen natürlich sowas beinhalten wie finde A und bring nach B.
Man hat eine sehr abwechslungsreiche Umgebung. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Das liegt aber in erster Linie auch daran, dass die Figur sich ein bisschen zickig bewegt. Die Bildschirme schalten einzeln um. Das ist natürlich auch mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber letztendlich ist das Ganze, ja, ich sag mal, ein nett gemachtes Spiel, wo man auf jeden Fall seinen Erkundungsdrang ausleben kann, wo ich aber auch sagen muss, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Das ist also definitiv nichts für einen Abend und mal eben so spielen. So, jetzt kommen wir zur absoluten Gurke dieser Sammlung. Das ist Sword of Sodan. Also, das ist, als ob, das ist so mies, dass es schon wieder gut ist. Und genau deswegen zeige ich es euch jetzt hier auch. Also, es wäre einfach schade, wenn ihr dazu passt. Ihr wisst, falls ihr euch diese Cartridge kauft, dass ihr das Spiel eigentlich entweder unbedingt oder gar nicht spielen müsst, wie man es nimmt. Es sieht zunächst mal alles ganz vielversprechend aus und man kann zwischen der Amazone und dem Barbaren wählen. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Und ja, die Grafik macht am Anfang tatsächlich was her, jetzt auch mit diesen Verwischeffekten hier. Das ist ganz hübsch gemacht. So, aber jetzt passt mal auf. Wenn die sich bewegt, ist das geil. Ja, also der Stock, an dem das Skelett da hinten hängt, den hat sie im. Ja, so. Und dementsprechend bewegt sie sich auch. Die hat also wirklich ganz wenig Animationen, wie ihr hier seht. Und sie kann da oben so Tränke aufsammeln und die kann sie dann eben benutzen. Und dann tun sich verschiedene Sachen und das ist es dann auch so. Und wenn ihr jetzt mal seht, ich säbel dann jetzt her diese Kerle hier weg und. Die dreht sich halt je nachdem, wo die Gegner sind, von alleine um oder eben auch per Knopfdruck. Kann klappen, muss nicht. Seht ihr gerade? Ja, so. Und ihr seht auch, diese Hitboxen, die sind aus der Hölle. Die sind einfach aus der Hölle. Also ihr seht, die trifft die Kerle, die sehen ja aus, als hätte die Fahrradhelme auf. Die trifft die tatsächlich nur, wenn die mit der Schwertspitze am Hals berührt und ansonsten nicht. Und also. Einfach nur grausam. Ich erspare euch das jetzt weiter mal. Ich glaube, ihr habt genug gesehen. Also das Spiel ist wirklich grottenübel. Aber es ist so übel, dass es schon wieder gut ist. Wenn man das jetzt allein als Cartridge gekauft hat und dafür viel Geld bezahlt hat, herzlichen Glückwunsch. So, Zero Tolerance ist der erste Ego-Shooter hier auf Evercade. Finde ich ziemlich genial. Das Spiel hat auch eine sehr interessante Geschichte. Wer will, kann das sich natürlich auch mal selber durchlesen. Ich spare mir das jetzt hier. Es hat eine ganz nette Hintergrundstory. Es ist gut präsentiert, spannend gemacht. Man kann zwischen verschiedenen Figuren wählen. Und ihr seht, das Ganze hat dann halt Auswirkungen darauf, welche Waffen man zum Beispiel hat und welche Eigenschaften man hat. Und ihr seht, da unten ist immer eine Map eingeblendet. Das Fenster selber ist hier relativ klein. Ja, das Ganze ist recht solide Shooter-Kost und so wie man es vielleicht eben sich auch vorstellt von ähnlichen Genre-Vertretern. Es ist recht spannend gemacht, es ist ganz optisch ansprechend. Dadurch, dass ich so einen kleinen Bildausschnitt habe, habe ich natürlich hier auch immer die Möglichkeit, die Action einigermaßen flüssig zu halten. So, ihr seht, das Ganze macht das, was man jetzt erwartet. Und so funktioniert es auch. Und die Inhalte des Spiels sind natürlich anderen Genrevertretern entsprechend angelehnt. Aber es ist ein guter, solider Shooter. Man kann ihn auf jeden Fall spielen. Der macht Spaß. Ich persönlich finde, das ist auf jeden Fall was, was man sich angucken kann. So, wenn wir uns jetzt die ganze Collection nochmal angucken, würde ich sagen. Gurke und Hit sind hier nah beieinander. Es sind einige Sachen, die ich definitiv empfehlen kann, einige mit Abstrichen und sind auch ein paar wirklich Überraschungshits dabei, so dass ich unterm Strich sagen müsste, also für jeden sollte was dabei sein und ganz grundsätzlich kann man das auf jeden Fall mit in die Collection aufnehmen. Es sei denn, man interessiert sich für die gezeigten Spiele jetzt alle nicht, aber ist aus meiner Sicht auf jeden Fall so, dass das ein ganz netter Beitrag für die Evercade-Bibliothek ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis dann. Ciao.